Um Bozzetto, wo wir reden, handelt es sich um den Entwurf von Michelangelo, der 1533 den Auftrag bekommen hat von Clemens der VII., vom Papst. Der Begriff Bozzetto ist eigentlich in der heutigen Zeit ein Entwurf. Nach diesem Entwurf wurde dann eigentlich der Auftrag erteilt an Michelangelo, es so umzusetzen. Das Bild zeigt das jüngste Gericht. In der oberen Hälfte sieht man die gute Kraft und unten die böse Kraft. Der Bozzetto, jetzt mal außerhalb des Romans betrachtet, ist ein existierendes Werk Michelangelos. Es ist aus unserer Sicht, aus Sicht der Autoren, ein magisches Bild mit magischen Kräften ausgestattet. Es hat eine historisch gesicherte Spur durch die europäische Geschichte gezogen. Ich sag's mal so, die historischen Tatsachen haben wir recherchiert und die haben einen extrem hohen Wahrheitsgehalt. Auf der anderen Seite, wir sind nicht die Autoren eines wissenschaftlichen Werkes und müssen uns jetzt nicht die Kriterien einer Doktorarbeit unterziehen. Aber wenn in der Wissenschaft Dinge kontrovers diskutiert werden, müssen wir uns als Autoren auf eine Version festlegen. Stellt euch Michelangelos Werkstätte vor. Schmutzig, hohe Räume, stinkig, Öllampengeruch. Und Michelangelo wusste, dass morgen der Papst kommt, um das fertige Bozzetto, den Entwurf, anzuschauen. Er jagte seine Gesellen aus der Werkstatt raus. Er wollte alleine sein. Er war wütend. Er fing an, nahm eine Tafel, stellte sie auf die Staffelei und fing an zu malen. Nach kurzer Zeit hat er die Tafel genommen, in einer Riesenwut hat er sie auf eine Statue zerschmettert und war wirklich wütend. Setzte sich hin, 2 Stunden später, nach Grübeln und Überdenken, stand er auf, wie in Trance, stellte die Tafel auf die Staffelei und fing an zu malen. Und irgendeinmal gegen den Morgen war die Tafel beendet. Aber was war passiert in der Nacht? In der Nacht hatte er gekämpft mit Gut und Böse. Er hatte Gott gesehen, er hatte den Teufel gesehen. Es war einen wahnsinnigen Machtkampf, den er ausstehen musste. Das Werk war vollbracht. Aber wie und was passiert ist in der Nacht, lesen Sie bitte im Buch. Es ist spät in der Nacht. Im Schloss schlafen alle schon. Draußen tobt ein riesiges Gewitter. König Heinrich IV. Von Frankreich, in seiner Schatzkammer stehend, in voller Kampfesmontur, ein Doppelhänderschwert hat er in den Händen. Er möchte das Bild zerstören. Mit aller Gewalt, mit aller seiner Mächte, die er hat, möchte er es zerstören.
Er nimmt das Zweihänderschwert, zieht es hoch und möchte es zerstören. In dem Moment kommt ein Blitz aus dem Bild heraus. Der Raum wird erhellt. Es gibt wie ein Schutzschild um den Bozzetto und er schlägt zu, wird aber von der physischen und psychischen Kraft des Bildes weggeschleudert in eine Ecke und das Bild ist unversehrt bis auf eine kleine Ecke unten rechts. Man sieht sie heute noch. Nach dem Tod von Heinrich hat die Königin das Bild übermalen lassen und in einem Jakobinerkloster in Paris verstecken lassen. Sie wusste alleine von der Macht des Bösen, das dieses Bild in sich trägt. Es ist Katharina de' Medici, die Königin Mutter, diejenige, die Enkelin von Clemens dem VII., der Papst, der Michelangelo den Auftrag zur Erstellung des Bozzettos erteilt hat. Der Bozzetto ist damit in Paris angekommen. Eins noch. König Heinrich von Navarra ist ein machtgieriger Mensch. Sein ganzes Ziel ist gerichtet auf die größte Macht, die er haben kann, auf den französischen Thron. 1592 hat er die Gelegenheit dazu. Die einzige Hürde, die sich ihm in den Weg stellt, ist der von ihm verlangte Übertritt zum katholischen Glauben. Heinrich von Navarra hat nicht die geringsten Bedenken, diesen quasi Meineid auf die katholische Kirche zu schwören. Er lässt sich salben, um den Papst hinterher ein spöttiges Paris ist eine Messe wert, hinterher zu schmettern. Er ist ein gestandener Krieger. Seinen letzten Kampf hat er gefochten, alleine, versteckt, gegen den Bozzetto. Er hat ihn verloren. Fest steht, kurze Zeit später, im Mai 1610, wird er auf offener Straße ermordet.